herzlich willkommen in meiner kleinen Oase. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr verschiedene Deko-Elemente für Halloween herstellen könnt. Mit den Deko-Elementen könnt ihr dann zum Beispiel eine hübsche Halloween-Torte dekorieren oder sie auch zum Beispiel verwenden als Cupcake-Topper. Ich werde die kleinen Deko-Elemente später auf Cupcakes setzen, die mit einer Cremehaube dekoriert sind, die nicht fondorthaftig ist. Und deswegen werde ich die Deko-Elemente aus Modellierschokolade herstellen. Ihr könnt sie aber natürlich auch aus Fondor, Blütenpaste oder Modelliermasse herstellen, wenn ihr sie zum Beispiel für die Dekoration einer Halloween-Torte nutzen möchtet. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Ich suche mal raus, was wir so alles brauchen und dann zeige ich euch, wie ihr die verschiedenen Deko-Elemente herstellen könnt. Wir beginnen mit den Kürbissen und machen als erstes das Grün von den Kürbissen. Das Grün ist gar kein Muss, aber ich finde, das sieht total cool aus und wertet den Kürbis richtig auf. Und es ist eigentlich gar nicht schwer herzustellen. Ihr rollt euch einfach eine dünne grüne Schlange aus. Ich habe hier jetzt ja Modellierschokolade und dann formt ihr das eine Ende so zusammen, dass es spitz zusammenläuft. Dann nehmt ihr euch einfach ein Holzstäbchen und wickelt die grüne Schlange ungefähr dreimal um das Holzstäbchen. Und so könnt ihr das Grün dann trocknen lassen, beziehungsweise bei mir mit der Modellierschokolade muss es nicht trocknen, sondern es wird ja schon fest, wenn es einfach etwas erkaltet. Und den Stängel können wir dann auch schon vorbereiten. Den rollt ihr euch einfach aus etwas brauner Modellierschokolade und zwar so, dass ein Ende etwas dünner zusammenläuft. Und als nächstes ist auch schon der Kürbis dran. Dafür nehmt ihr euch einfach etwas orangene Masse und formt diese zu einer platten Kugel. Und sollte die Modellierschokolade zwischendurch etwas zu warm und zu weich werden, dann stellt sie einfach ganz kurz kalt, dann wird die ganz schnell wieder fester und ihr könnt sie dann besser formen. Mit einem Modellierwerkzeug könnt ihr dann die Vertiefungen in den Kürbis drücken. Ich finde, der Kürbis sieht immer am besten aus, wenn die Vertiefungen auch wirklich schön deutlich sind und nicht nur oberflächlich. Dadurch entstehen jetzt zwar zunächst erstmal recht scharfe Kanten außen am Kürbis, aber die werden wir später etwas rausstreichen und abrunden und dann hat der Kürbis die perfekte Kürbisform. Und wenn dann alle Ränder eingedrückt sind, dann könnt ihr die Kanten etwas abrunden, indem ihr einfach mit dem Finger immer mal wieder über die Kanten streicht. Und wenn ihr dann mit dem Kürbis zufrieden seid, dann wird oben noch ein kleines Loch reingestochen und dort werden dann das Grün und der Stängel befestigt. Das Grün natürlich mit dem dicken Ende, sodass die gekringelte Spitze schön nach oben wegsteht und der Stängel mit der dünnen Seite. Und die hübschen Kürbisse könnt ihr dann zum Beispiel auf ein paar Schoko-Cupcakes setzen und habt so eine hübsche Herbst-Halloween-Deko. Als nächstes machen wir diese richtig coolen Hexenhüte. Die sehen doch richtig toll aus, sind aber gar nicht so schwer herzustellen. Dafür formt ihr als erstes aus schwarzer Masse einen Kegel, der vorne richtig schön spitz zusammenläuft. Die Spitze, die kringelt ihr dann oben ein bisschen ein. Und den restlichen Kegel biegt ihr auch etwas in Form, einfach, dass der ganze Hut so einen leichten Schwung hat. Den Kegel musste ich dann unten noch ein bisschen kürzen und dann nochmal ein bisschen in Form bringen. Und schon habt ihr schon den ersten Teil des Hexenhutes fertig.
Den bunten Streifen unten am Hexenhut schneidet ihr euch einfach aus etwas farbiger Masse. Dazu rollt ihr sie einfach dünn aus und schneidet euch dann einen dünnen Streifen zurecht. Den Streifen legt ihr dann um das breite Ende von dem Kegel und schneidet die überstehenden Enden ab. Das Scharnier ist etwas kniffliger zu machen. Dafür rollt ihr euch einfach aus weißer Modellierschokolade oder Modelliermasse eine dünne Schlange aus und diese drückt ihr dann mit Hilfe von einem Modellierwerkzeug und bei mir jetzt mit dem Marzipanmesser in eine quadratische Form. Und da das Scharnier so ja noch recht langweilig aussieht, pudere ich es noch mit goldener Glitzerpuderfarbe ab, also in der Sorte Gold Sparkle. Und so bekommt das Ganze nochmal einen ganz anderen Effekt und sieht richtig toll aus. Und anschließend könnt ihr das Scharnier dann auf den bunten Streifen von eurem Kegel kleben und dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt fehlt nämlich nur noch der Kragen von dem Hut und dafür habe ich einfach etwas schwarze Modellierschokolade ein bisschen dicker ausgerollt und dann einen Kreis ausgestochen und diesen Kreis, den forme ich jetzt einfach so ein bisschen gewellt, einfach mit Hilfe von dem Modellierwerkzeug, dass der Hut so ein bisschen Schwung bekommt. Ich finde, das sieht einfach besser aus, als wenn der Kragen einfach nur glatt wäre. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt wird noch der Kegel auf den Hutkragen geklebt und dann könnt ihr zum Beispiel mit Hilfe des Marzipanmessers ein paar Kanten in den Hut drücken und zwar dort, wo einfach so ein paar Falten im Stoff sind. Und dann ist euer Hexenhut auch schon fertig. Jetzt machen wir diese richtig coolen Spinnen und die sind mehr niedlich als gruselig, aber auch richtig einfach herzustellen. Ihr nehmt euch einfach wieder schwarze Masse, formt daraus eine dicke Kugel für den Körper und eine kleine Kugel für den Kopf. Die drückt ihr dann aneinander, formt sie noch so ein bisschen zurecht und dann ist der Spinnenkörper auch schon fertig. Dann nehmt ihr euch rote Modellierschokolade und formt zwei ganz kleine Kugeln und drückt diese so ein bisschen flach als Augen auf den Kopf der Spinne. Für die Beinchen der Spinne rollt ihr euch einfach etwas schwarze Modellierschokolade dünn und lang aus und schneidet diese dann in vier Teile. Die Teile werden dann einfach an den Enden so ein bisschen spitz geformt, dass sie einfach dünn zusammenlaufen. Und die Beinchen könnt ihr dann mittig unter den Spinnenkörper kleben und so habt ihr dann am Ende 8 kleine Beinchen, nämlich 4 links und 4 rechts. Und
Und damit die Beinchen so ein bisschen Schwung bekommen und ihr sie ausformen könnt, nehmt ihr euch am besten ein Holzstäbchen zur Hilfe und dann könnt ihr einfach die Beinchen so ein bisschen über das Holzstäbchen drücken und so bekommen die dann einfach so einen kleinen Schwung und sehen schon richtig gruselig und niedlich aus. Und wenn ihr dann mit euren niedlichen Spinnen zufrieden seid, könnt ihr sie zum Dekorieren verwenden, zum Beispiel von diesen hübschen Spinnennetz-Cupcakes. Und wie ihr die herstellen könnt, das seht ihr im nächsten Video. Für die Fledermäuse habe ich schwarze Masse ausgerollt und zeichne mir jetzt mit einem Modellierwerkzeug oder mit einem spitzen Holzstäbchen die Konturen der Fledermaus vor, damit ich sie hinterher ausschneiden kann. Die vorgezeichneten Konturen können dann mit einem Schneiderädchen oder einem Marzipanmesser einfach ausgeschnitten werden. Und anschließend könnt ihr mit einem Modellierwerkzeug die Konturen noch definierter nachformen. Und so ist eure Batman dann auch schon ganz schnell fertig und bereit zum Dekorieren. Als letzte Halloween-Dekoration machen wir jetzt noch diese richtig coolen Grabsteine. Dafür rollt ihr euch einfach etwas graue Masse aus. Die könnt ihr auch ruhig etwas dicker ausrollen. Da ich sie aber als Cupcake-Topper nutze, habe ich sie jetzt nur so dünn ausgerollt. Aber für eine richtige Halloween-Torte könnt ihr sie auch ruhig etwas massiver ausrollen. Und dann schneidet ihr euch einfach erstmal ein Rechteck aus und das wird dann euer Grabstein. Für ein paar Kanten und Risse nehmt ihr dann einfach das Marzipanmesser und zeichnet diese dann in die Modellierschokolade ein. Als nächstes habe ich dann mit einem schwarzen Lebensmittelfarbstift RIP in den Grabstein eingeritzt und eingezeichnet. Und damit der Grabstein noch ein bisschen mehr Dimension bekommt, habe ich ihn im letzten Schritt noch etwas an den Rändern abgepudert und dafür habe ich schwarzes Lebensmittelfarbpuder verwendet und noch etwas von dem Gold-Sparkle-Puder, das hatte ich ja noch liegen, von den Hexenhüten. Und ich finde auch dieser goldene Glitzereffekt sieht auch richtig gut aus, denn das sieht einfach aus, als würde der Grabstein im Mondschein etwas schimmern. Und die Grabsteine könnt ihr dann auch einfach zur Dekoration verwenden, zum Beispiel für diese leckeren Schoko-Cupcakes. Und mit diesen Techniken habt ihr dann sehr schnell richtig tolle Halloween-Deko-Elemente hergestellt. Ihr habt ja gesehen, es ist gar nicht schwer, aber ich finde, die machen richtig was her und sehen richtig toll aus. Ich habe damit jetzt hier die tollen Halloween-Cupcakes dekoriert, aber ihr könnt damit zum Beispiel auch hübsche Halloween-Torten dekorieren. Und ich freue mich auf die Fotos von euren Halloween-Werken und hoffe, euch hat das Video gefallen. Und somit vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!